Kirgisistan im Frühjahr 2014. Wir sind hierher gekommen, um etwas über die Deutschen zu erfahren, deren Familien seit 7 Generationen in diesem Land siedeln. Wir möchten erfahren, wie sie 130 Jahre lang mit ihren kirgisischen, russischen, usbekischen, uigurischen und den vielen anderen Nachbarn lebten, mit denen sie sich ihre Siedlungsgebiete teilten. Wir wollen wissen, unter welchen Umständen die ersten von ihnen ins Land kamen und wie es ihnen gelang, auf den teilweise kargen Böden Fuß zu fassen. Uns interessiert, welche Rolle die Herkunft ihrer Vorfahren über die Generationen hinweg spielte und welchen Eindruck andere Bewohner des Landes von ihren deutsch sprechenden Nachbarn gewonnen haben. Und nicht zuletzt wollen wir herausfinden, was die letzten von ihnen heute als ihre Heimat empfinden. Ist es Kirgisistan, ist es Deutschland oder die Wolga, woher viele von ihnen ursprünglich stammten? Oder ist es, wenn man nach der geistigen Heimat fragt, die sowjetische oder gar die vorsowjetische Vergangenheit? Die Spurensuche wird sich als schwierig erweisen, da keine vornehmlich deutschsprachigen Orte mehr existieren. In den Gesprächen, die wir führten, erfuhren wir, welche Kapriolen das Schicksal der Kirgisistan-Deutschen im Laufe ihrer Siedlungsgeschichte immer wieder geschlagen hat. So privilegiert und wohlhabend viele ihrer Vorfahren an der Wolga einst gelebt haben mochten, so hart trafen die Kirgisistan-Deutschen später Enteignung, Verfolgung und Deportation. So sehr sie in Kriegs- und Nachkriegszeiten unter Zwangsarbeit und Hunger litten, so sehr prosperierten später die Kolchosen unter der Mitarbeit, teilweise sogar unter der Führung von Kirgisistan-Deutschen. Herausgebildet hat sich in den 130 Jahren eine ganz eigene Mentalität. Sie verbindet zum einen religiöse Überlieferung mit kultureller Offenheit gegenüber den anderen Landesbewohnern. Zum anderen verknüpft sie das Bewusstsein der eigenen Nationalität, wie die ethnische Herkunft im postsowjetischen Raum bezeichnet wird, mit sowjetischer Internationalität und dem Gefühl einer übergreifenden Zusammengehörigkeit. Es ist die Mentalität der kirgisischen Nemze, die gänzlich verschieden ist von der Mentalität der Deutschen in Deutschland. In 10 bis 20 Jahren wird es keine Nemze und keine nemzische Kultur in Kirgisistan mehr geben. Unser Ziel war es, in den Geschichten, die wir gesammelt haben, ein wenig von der Geschichte der Kirgisistan-Deutschen festzuhalten.